Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Ich habe heute eine neue Pfeife für euch und zwar die neue X-Hookah Division, die am 5.9. rauskommen wird. Eine sehr geile Pfeife zu einem sehr geilen Preis, aber ich würde sagen, erstmal Intro, dann der Aufbau und dann reden wir weiter über die Pfeife. So, dann kommen wir zum Aufbau von der X-Hookah. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei der Base an. Wie immer zeige ich euch die ganzen Teile nochmal schön im Detailshot. So, hier sehen wir die Base. Ja, das sind die drei Löcher für die Kugeln, die müssen wir gleich noch reinpacken. So, also hier ist der Schlauchanschluss. Einfach rein und rausziehbar, beziehungsweise reinsteckbar und rausziehbar. Funktioniert auch sehr, sehr angenehm. Also da geht das wirklich super, super easy. So, hier in die drei Löcher müssen wir allerdings noch hier die drei Kugeln reinpacken, ohne dass uns die abhauen. Das sind Kugeln aus Plastik mit 6,35 mm Durchmesser. Die packen wir da einfach rein und dann können wir schon zu diesen zwei Teilen hier kommen. Einmal haben wir das Tauchrohr. Das kommt natürlich einfach unten in die Base und wird durchgeschoben. Dadurch verlängert sich das Gewinde hier drinne und wir können jetzt einfach mit der Rauchsäule und diesem Gewinde hier unten. So, dann schrauben wir erstmal das Tauchrohr, die Rauchsäule von oben rein und dann schrauben wir von unten das Tauchrohr einfach gegen. So, wir verschrauben jetzt die zwei Teile miteinander. So. So, und irgendwann merkt ihr, das sitzt alles fest. Das heißt, wir haben jetzt an unserer Base einmal die Rauchsäule, die innenliegende Rauchsäule und das Tauchrohr unten festgeschraubt. Übrigens habt ihr unten auch noch einen abschraubbaren Diffusor unten dran. So sieht der aus. Kann man, wie gesagt, abschrauben oder anschrauben. So, als nächstes nehmen wir uns hier die außenliegende Rauchsäule. Die ist auf jeden Fall ein absoluter Brecher, sehr, sehr schwer. Aber die muss ja jetzt auch hier einfach drüber. Und dann liegt die einfach hier unten schön auf der Base auf. Das fühlt sich auch sehr, sehr gut an da unten. Also das passt sehr gut hier rein. Ja, man muss gar nicht festdrehen oder sowas. Das hält einfach so. Wird ja dann von oben jetzt gegengeschraubt. Und wir sehen jetzt auch schon hier oben, da ist dann natürlich ein bisschen Platz, wo der Rauch dann durchgehen kann. So, als nächstes schnappen wir uns dann hier den Teller. Hier muss übrigens noch der Dichtungsring rein. Ja, den habe ich jetzt nicht nochmal rausgefummelt. Dann setzen wir den Teller drauf, schrauben dieses Zwischenstück hier noch da drüber, beziehungsweise legen, das müsst ihr nicht verschrauben, das wird einfach nur gelegt. Ja, dann fehlt euch nur noch hier die obere Platte, die legt ihr dann da drauf und als letztes den Kopfadapter oben drauf schrauben und schon ist die Pfeife fertig zusammengebaut. Beziehungsweise alles, was wir jetzt noch brauchen, ist unten unsere Dichtung und dann unsere Bowl. X-Hookah hat auch hier diese wunderschönen Kristallglas-Bowls, allerdings kostet die hier 160 Euro. Mit dabei standardmäßig ist hier so eine normale Bowl. Ne? Auch die ist natürlich vollkommen okay. Ich muss halt sagen, Cäsarglas ist einfach zu wunderschön, als dass ich jetzt nicht diese Bowl hier nehmen könnte. Das heißt, wir nehmen jetzt halt die hier, aber normal habt ihr eine normale Bowl mit dabei. So, Dichtung, ich würde sagen, ich mache Wasser rein und bauen Köpfchen und dann sehen wir uns wieder, wenn die Pfeife an ist. So, da bin ich wieder mit der X-Hookah Division. Ihr habt den Aufbau gesehen, es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber ihr konntet es euch bestimmt schon beim Aufbau denken. Dadurch, dass wir diese Rauchsäule um die eigentliche Rauchsäule haben und diese zwei Teller, erinnert das doch an eine russische Pfeife, die viele von euch sehr geil fanden, und zwar die Hawk-Hookah, weil sie vom Kohleteller aus entlüftet hat. Viele haben gefragt, kann man das nachrüsten, kann man das kaufen? Das geht natürlich nicht, die Pfeife muss dafür ausgelegt sein. Wie soll denn durch eure Rauchsäule sonst auch der Rauch durchgehen? Also so einfach funktioniert das nicht, aber es gibt jetzt eine sehr gute Alternative zu Hawk, und zwar ist es die neue X-Hookah Division. Erstmal vorneweg, so ein paar Eckdaten, es ist eine verdammt große Pfeife, ihr seht schon, irgendwie voll rausgezoomt, ganz komische Ansicht heute, weil dieses Ding einfach monströs groß ist. Bis zum Kopfadapter hat die Pfeife ungefähr 70 cm, was schon verdammt groß ist und für mich eigentlich zu groß,
Aber mit dem Design finde ich es schon ganz nice. Aber zum Aussehen kommen wir später nochmal. Die Pfeife wird 180 Euro kosten. Zu dem Preis natürlich nicht in Deutschland gefertigt. Das kriegt man nicht hin. Die Bowl, die ich jetzt hier habe, ist von Caesar. Aber ich habe euch ja im Aufbau gezeigt, die normale sieht etwas anders aus. Die Caesar Bowls sind immer sehr teuer. Die Bowl, die jetzt hier drauf ist, kostet 160 Euro. Also fast so viel, wie die Pfeife an sich schon kosten würde. Was ihr eben nicht gesehen habt, bei der Pfeife kommt auch noch ein Schlauch und ein Mundstück mit. Das ist ein ganz normales Edelstahl-Mundstück, sehr gerade. Ich habe jetzt trotzdem hier mein WLKX Carbon-Mundstück genommen, weil ihr wisst, ich liebe das Ding. Obendrauf, ihr seht es noch so halb, ein Oblako mit Kalaut 1 plus Niris obendrauf. Tabak ist gerade der Holster Grape Mint. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das absolute Killer-Feature dieser Pfeife. Und zwar das Entlüftungsventil. Das sieht halt einfach mal killer aus. Aber mehr dazu gleich. Ich wollte euch nur schon mal einen Sneak Peek geben, was diese Pfeife so unglaublich interessant macht. Vielleicht noch kurz die Backstory. Ich war Anfang des Jahres auf der Hookah Club Show in Russland. Das war Ende Februar, Anfang März. Und da habe ich die Hawk Hookah gesehen, eine Pfeife, die ein ähnliches Entlüftungssystem hat. Die Pfeife kam dann auch nach Deutschland, kostet allerdings 250 Euro dafür, dass sie eine Plastikbase hat, eine Plastikrauchsäule hat, der Teller nur aufgelegt ist und alles in allem die Qualität nicht so überragend ist. Jetzt haben wir die X-Hooker Division am Start und die kommt nicht nur 70 Euro billiger bzw. noch günstiger, ihr könnt sogar Code SWG10 bei xhooker.de benutzen und kriegt sie dann nochmal 10% günstiger, also 180 Euro minus 18 Euro sind wir bei 162 Euro für eine Edelstahlpfeife mit extrem geilen Entlüftungsventil. Ich würde sagen, ich nehme so viel vorne weg. Wir kommen erstmal ganz normal zu unseren Review-Punkten. Und auf Platz 1 ist da Verarbeitung und Qualität. Es ist eine Pfeife, die vermutlich in China gefertigt wird. Also für 180 Euro kannst du so eine große Pfeife mit so vielen Teilen, das wird wahrscheinlich nicht in Deutschland gehen. Also ich schätze mal, die kommt aus China. Muss aber nichts Schlechtes sein. Es gibt viele gute Pfeifen, die aus China kommen. Und so auch die, würde ich sagen. Also Verarbeitung ist vollkommen okay. Man darf jetzt keine Gewinde à la Stimulation und Aeon erwarten. Dafür kostet die auch nicht 270 Euro oder noch viel mehr, sondern halt eben nur 180 Euro bzw. 162 Euro. Und dafür ist die Verarbeitung mehr als in Ordnung. Es sind sehr massive Teile, sie hat ein krasses Gewicht. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwere Pfeife. Das muss einem auch gefallen, aber es zeugt auf jeden Fall von der Wertigkeit. Und dass nicht irgendwie mehr künstliche Hohlräume da sind, als es sein müsste. Es ist wirklich einfach ordentliches Metall, das hier benutzt wurde. Komplett V2er Edelstahl, ganz klar. Die Gewinde laufen angenehm. Ich habe keine Kratzer irgendwo drauf gefunden. Es lief alles immer wunderbar. Es hakt nichts. Also 1A. Ja, also für 162 Euro ist die Verarbeitung wirklich spitze. So, nach Verarbeitung und Qualität kommen wir zur Optik. Mir ist sie fast ein kleines bisschen zu groß. Ihr wisst ja, ich mag halt lieber kleine Pfeifen, also sowas wie eine Mose Breeze oder so eine Ocean Hooker Kane oder eine Kaif S oder vielleicht auch noch eine Dash oder eine McLeod. Die sind halt höchstens so groß im Vergleich und die ist nochmal ein Stückchen größer. Hat mich das gestört? Auf keinen Fall. Hätte ich sie ein Stückchen kleiner gemacht? Wahrscheinlich schon. Aber Leute, das ist im Endeffekt einfach Geschmackssache. Es gibt genug Leute, die sagen, nee Digga, eine Pfeife muss ordentlich groß sein. Und die werden auf jeden Fall sehr, sehr happy mit der Optik hier sein. Ich finde das mit diesen drei konkaven Stellen hier in der Rauchsäule und den zwei Cuts hier in diesen Plömpels sehr, sehr schön gelöst. Ich finde, sie wirkt optisch sehr, sehr hübsch. Die Bowl, wie gesagt, müsstet ihr extra kaufen für 160 Euro. Ihr könnt aber natürlich auch die Standard-Bowl nehmen. Dann habt ihr halt hier nicht so fancy Cuts drin und so, sondern eine ganz einfache Clear-Bowl. Ist auch in Ordnung, aber da ich die da habe und die auch von X-Hooker ist und die da super drauf passt, habe ich halt jetzt die genommen. Müsst ihr wissen, ob ihr bei einer 162 Euro Pfeife eine Bowl für 160 Euro drunter setzen wollt. Aber ich finde, es macht auf jeden Fall was her. Ich finde es sehr, sehr nice. Also Optik, ich hätte sie mir persönlich ein kleines bisschen kleiner gewünscht, aber ich finde sie sonst vom Design her sehr schön und sehr gut gelungen. Kommen wir aber zu einem viel wichtigeren Punkt, beziehungsweise einem objektiveren Punkt. Das Aussehen, wie gesagt, das muss einfach euch gefallen, aber was man relativ objektiv betrachten kann, ist das Rauchverhalten. Der Durchzug von dieser Pfeife ist absolut brachial. Also wenn ihr eine Pfeife sucht, die einen hammerkrassen Durchzug hat, dann ist die Division auf jeden Fall was für euch. Also es ist
wirklich eine der Pfeifen mit dem besten Durchzug, den ich kenne. Also sogar eine Aeon Edition 4 hat nicht so einen krassen Durchzug. Ich glaube, die einzige Pfeife, die an diesen Durchzug rankommt, die ich kenne, ist die Ocean Hookah Euphoria SE. Und die hat immer so, wenn mich irgendjemand gefragt hat, welche Pfeife, die du kennst, hat den krassesten Durchzug, habe ich immer gesagt, die Ocean Hookah Euphoria SE. Aber die kommt da auf jeden Fall ran. Also Durchzug auf einer Skala von 0 bis 10, definitiv eine 10. Das ist fast wie atmen. Also ich nehme mal einen kompletten Zug, dann könnt ihr das so ein kleines bisschen einschätzen. Aber Leute, das geht runter wie Butter. Ja, also für mich sogar fast ein Ticken zu krass. Ich mag es, wenn man noch so ein kleines bisschen Widerstand hat. Hier kannst du einfach dran robben, wie du willst. Ja, also der Durchzug ist wirklich krank. Und da viele Leute genau so was suchen, kann ich auf jeden Fall sagen, die Division von X-Hooker, die ist es. Also wenn du viel Durchzug haben willst, keine Angst, die Division hat guten Durchzug. Was schwerer geht, ist es Entlüften. Das hat natürlich einen Grund. Ja, man muss hier erstmal die Kugel in der Base aus dem Weg drücken, dann den Rauch hier durch die ganze Rauchsäule nach oben drücken, dann gibt es oben nochmal mehrere kleine Punkte und dann muss das noch zwischen den zwei Kohleteilen raus. Es geht nicht einfach, aber es geht auch nicht zu schwer. Und das ist einfach was, wenn man dieses Entlüftungsventil haben will, dann muss man das nun mal in Kauf nehmen, dass es ein kleines bisschen schwerer geht. Es hat aber auch, wie bei der X-Hookah, einen Sinn. Und zwar baut sich dann hier der Rauch sehr schön auf und ballert nicht in alle möglichen Richtungen. Es sieht sehr, sehr nice aus. Ich entlüfte einfach nochmal, dann seht ihr es nochmal. Also, ich würde es mir zwar noch ein bisschen leichter wünschen, hätte ich aber die Wahl, ein leichtes Entlüftungssystem ohne so ein cooles Entlüftungssystem oder so ein schweres Entlüftungssystem wie bei der, aber dafür so ein cooles Entlüftungssystem, ich würde auf jeden Fall das nehmen. Also es ist schon sehr, sehr nice und dafür, dass es so geil aussieht, nehme ich das auf jeden Fall gerne in Kauf, dass ich halt ein bisschen fester pusten muss. Es ist nicht störend, aber es ist kurz davor, störend zu sein. Also man muss schon wirklich reinpusten, dass da oben was rauskommt. Aber das ist halt einfach diesem Weg geschuldet und diesen vielen Bohrungen geschuldet, durch die man den Rauch dann drücken muss. Es ist halt einfach so. Ja? Und wenn ihr dieses Entlüftungsventil so haben wollt, deal with it. Ja? Dann ist das eben ein bisschen schwerer. Aber allgemein vom Rauchverhalten, es lässt sich sehr smooth ziehen mit dem Diffusor, der unten dran ist, hätte ich gar nicht erwartet, weil er nur relativ wenige kleine Löcher hat und auch nur eine Reihe an Löchern hat, aber es ist wirklich sehr smooth. Sie ist auch sehr leise, was ich gar nicht erwartet hätte. Also man hört ein ganz dezentes Blubbern, aber eigentlich ist das meiste, was man hört, das Rauschen des Rauchs, wenn er durch die Pfeife strömt. Und dann weißt du eigentlich schon, dass es immer ein ganz guter Diffusor ist. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil es, wie gesagt, kein Riesendiffusor ist mit mega vielen Löchern oder so, sondern das sind vielleicht 8 Löcher auf einer Ebene im Kreis. Ihr habt es ja im Aufbau gesehen. Und dafür ist das schon sehr, sehr nice. Also alles in allem merkt ihr schon, ich finde die Pfeife auf jeden Fall sehr nice. Ich hätte beim Design vielleicht das ein oder andere ein bisschen anders gemacht, einfach weil ich halt lieber kleine Pfeifen habe. Kannst du aber keinem vorwerfen. Die Jungs haben die so designt, wie es ihnen gefallen hat. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, die sie feiern. Die Regie zum Beispiel findet sie extrem schön. Der Matze war schon da, hat sie geraucht, findet sie auch sehr schön. Also es gibt auf jeden Fall genug Leute, denen genau dieses Design sehr gut gefällt. Rauchverhalten 1A, Verarbeitung für eine 162 Euro Edelstahlpfeife auf jeden Fall mehr als okay. Ihr merkt schon, die ganzen Punkte sind auf jeden Fall abgehakt. Das Einzige, was ich sagen könnte, ich hätte sie vielleicht einen Ticken kürzer gemacht und das Entlüftungsventil könnte noch ein bisschen leichter gehen. Aber das ist halt so bei dem weiten Weg und den vielen Bohrungen und von daher auf jeden Fall sehr nice. Für wen ist diese Pfeife jetzt geeignet oder wem würde ich die empfehlen? Ich würde sie auf jeden Fall Leuten empfehlen, die nichts gegen Steckpfeifen haben oder explizit eine Einschlauchpfeife im russischen Design suchen. Und vor allem Leute, die nach einem extrem coolen Entlüftungsventil suchen, weil, seien wir mal ehrlich, würdet ihr die Pfeife mit zu Freunden nehmen und dann so, Bruder, entlüfte mal, dusch mal entlüften und dann macht ihr den hier. Das
sieht halt schon einfach sehr, sehr geil aus. Also, wenn ihr eine große Pfeife wollt, im russischen Design, mit einem coolen Entlüftungsventil und wenn ihr nicht mehr als, sagen wir mal, 162 Euro ausgeben wollt, dann ist das auf jeden Fall eine verdammt gute Alternative. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr dieses Review hier seht, am 5.9. kommt sie raus. Ich denke, das Video wird am 4.9. kommen. Das heißt, falls ihr es genau jetzt guckt, kommt sie morgen. Ansonsten müsst ihr gucken, ob es noch eine gibt. Bei xhooker.de nicht Code SWG10 vergessen, dann spart ihr nochmal 18 Euro. Und ansonsten, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der Pfeife denkt. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr nicer Nachfolger zur ersten X-Hooker, die es gab. Und ich bin auf jeden Fall happy mit der Pfeife und werde die auf jeden Fall des Öfteren nochmal im Stream und anderen Videos rauchen. Und nicht vergessen, wenn ihr die Streams und die Videos nicht verpassen wollt, lasst sehr gerne noch ein Abo da. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.